Ayo Sykes hier und herzlich willkommen zu einem anderen Video auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu diesem Video eben genau. Falls ihr es nicht seht, komplett lost der Junge. Ayo Sykes hier und herzlich willkommen zu einem anderen Video auf meinem Kanal und es ist BO4, kein Streamcut, kein irgendwie nachkommentiertes irgendetwas. Das ist mein erster Versuch von einem Live-Commentary. Bitte schreibt mir irgendwie konstruktive Kritik oder Vorschläge oder ja, Verbesserungsmöglichkeiten eben in die Kommentare, falls ihr etwas verbessern wollen würdet oder wenn ihr was verbessern könntet, schreibt es in die Kommentare. Und für die, die es nicht mitbekommen haben, für die, die nicht im Stream waren, für die zeige ich jetzt einen kleinen Ausschnitt aus diesem besagten Stream. Lass alle die Luft an. Wann das Signal kommt. Ja! Wow! Ja, Mann! Mm! Genau, denn ich habe die Lokus gezogen. Meine Fresse, ihr glaubt nicht, wie ich das Haus hier um 5 Uhr morgens zusammen gebrüllt habe, als ich das Lightdrop geöffnet habe, die Weapon Bribe, und sich mit diese Locus hervorkam. Oder eben halt, ja, vorstellte, kann man quasi sagen. Nennt es wie ihr wollt. Ich habe die Locus, ich bin glücklich und ja, das heutige Video wird sich darum drehen, dass wir die Locus ein bisschen vorbereiten, dass wir die Leistungen eben fertig machen, sprich die tödliche Präzisionen. Ja, dazu fehlen uns noch 30 Stück. Das heißt 30 One-Hits mit Full Life. Also der Gegner muss Full Life haben, damit wir im Stream dann die Techniktarnungen komplett fertig machen können, damit auch dieses wunderschöne Brachstück auf Gold kommt. Damit sie sich natürlich in der nächsten Sniper einreihen darf, neben der Paladin. Wunderschöne Sniper auf jeden Fall, hohes One-Shot-Potenzial, was die Locus, muss man leider sagen, nicht hat. Ich spiele sie mit schnellem Magazin, formalen Geschoss. Unstabilisierer. Ja, wir versuchen das Beste rauszumachen. Wie gesagt, die Locus hat leider nicht so ein schönes One-Shot-Potenzial wie die Paladin. Denn die Paladin ist ja bei mir schon Gold. Spielen tun wir die vorgestellten Liste. Zylinderverschluss abgespeckt. Moshpit, sprich TDM oder Herrschaft. Das wird sich jetzt zeigen. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, wie das erste Live-Commentary von mir wird. Wie gesagt, ist mein erstes Live-Commentary überhaupt. Also jedes kommentierte Video von mir ist nachkommentiert oder eben ein Streamcut. Und Streamcut ist was ganz anderes als, ja, halt eben Live-Commentary, weil beim Live-Commentary konzentriert man sich wirklich auf das, was man sagen muss. Und ich join wieder auf Firing Range bei Nacht nach. Interessant, ich habe da zuvor übrigens auch versucht aufzunehmen, aber die Runde war komplett lost gewesen. Also generell meine Stats waren lost gewesen. Auch auf Firing Range. Und ich joine wieder nach. 25, 36. Ja, gut, versuchen wir es besser draus zu machen. Hier direkt links ist einer. Den snacken wir uns, oder? Komm. Natürlich nicht. Schade. Nimmt mir übrigens nicht übel, wenn ich ein bisschen nachscope. Wie gesagt, die Locus hat nicht das beste Watcher-Potenzial. Leider keine Position, weil Gegner war angehittet. Schade allerdings. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne was in den Kommentaren da lassen. Ja, wenn ihr etwas habt zum Verbessern oder allgemeine Vorschläge. Ich versuche jetzt hier ein geiles Play zu holen. Wie gesagt, ich würde das versuchen. Komplett los, der Junge. Zack. Macht ihr denn Double Heady? Ja, moin. Komm. Wie gesagt, ich versuche das Beste hier draus zu machen. Ich kann euch nichts versprechen. Das ist meine zweite oder dritte Runde jetzt. Wahrscheinlich weiß ich nicht, welche Runde das war. Habe ich schon komplett geholt? Nein, ich dachte schon komplett geholt. Ja, moin. Wahrscheinlich. Ja, ich bin komplett. Meine Güte, das wär's. Okay, nein, ich habe schon ein paar Colettes gemacht, aber jetzt nicht so viele. Also ich glaube, ich kann sie an ein oder zwei Händen abzählen. Und ich habe vorhin 750 Sniper-Shots abgeschlossen. Ja, das war leider kein One-Shot. Er schlägt. Und ich gebe den No-Scope. Nice. Healen wäre ganz geil. Aber wir nutzen das Video mal einfach, um über Modern Warfare zu quatschen. Was ja demnächst kommt. Jetzt auch am 1.8. dem wirklich Multiplayer-Reveal bekommt. Ich muss sagen, ich bin eigentlich, sagen wir, positiv überrascht. Da ist der Headshot. Da ist der nächste. Komm, okay, 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 okay. Top ist einer. Top ist einer. Hinter uns ist auch noch einer. Den snacken wir uns.
Ist hier gerade noch einer gespawnt? Nein? Schade. Okay, gehen wir mal hier drauf. Also wie gesagt, ich bin so, was man jetzt von Modern Warfare gesehen hat, eigentlich recht angetan. Auch der 2v2-Modus sieht recht schnieke aus. Ich bin auf den allgemeinen Multiplayer-Review gespannt. 2v2, klar, ist recht nice. Aber wie gesagt, wir schauen mal so, wie das Ganze sich spielen lässt im Multiplayer. Deswegen warten wir mal ab, wie der Multiplayer Reveal wird. Ich weiß nicht, ob ich den streamen werde. Ja, genau, 3 Sniper. Feindliche Drohne kreist. Ja, es war so klar, dass ich das joke. Ich meine, man merkt ja bei Treyarch beispielsweise, die fokussieren sich extrem auf den Battle Royale Modus. Da war noch einer gewesen, komm, zeig dich, danke. Die haben sich extrem auf den Battle Royale Modus fokussiert, deswegen, ich weiß nicht, wie das eben dann bei Infinity War sein wird mit Modern Warfare. Ob sie sich nur auf diesen 2v2 Competitive Modus fokussieren oder eben auch wirklich alles schön balancen. Healung, oh lol, komplett lost, ich bin hängen geblieben an der Wand. Ja moin. Deswegen, ich hoffe, sie vernachlässigen einen Modus nicht, weil sie einen anderen Modus eben übelsten Support geben, so wie hier halt eben. Ja, wie gesagt, also der 2v2-Modus ist ja eigentlich recht schön und recht entspannt, so wie so was man bisher gesehen hat. Auch so, was das Movement anbelangt, da gab es ja auch schon, wie andere es gesagt haben, so Battlefield, Rainbow Six Siege-like. Ich finde das allerdings ganz geil, auch mit der neuen Engine. Wie gesagt, es wird recht sweet, meine Meinung zumindest. Ihr könnt mir ja auch immer mal in die Kommentare schreiben, so wie ihr eben zu dem Modern Warfare steht und generell auch zu den Namensgebungen. Modern Warfare, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Modern Warfare Remastered, Modern Warfare. Ja gut, also ist auf jeden Fall eine sehr tolle Namensgebung. Wie gesagt, ich bin gespannt. Ja, und wir haben auf jeden Fall schon mal die Massaker-Tarnung, ist ja sweet. Aber ich würde sagen, wir sehen uns erstmal straight in der nächsten Runde, meine Freunde. Und versammelt haben wir uns alle hier auf Seaside Dämmerung. Ich bin gespannt, Herrschaft. Kann witzig werden. Ja. Aber wie gesagt, ich bin gespannt auf Modern Warfare. Ebenso gespannt auf Modern Warfare, wie die Runde eben auch laufen wird. Wir wissen alle, ich bin nicht der größte Sniper, zumindest nicht in einem Public. Allerdings haben wir da jetzt mit dem Headshot, mit der schönen Jenseits-Tarnung, muss man sagen. Und der schönen, dem schönen Magma-Kurs-Effekt. Ja, da habe ich kassiert. Ich muss sagen, allerdings, ich finde die Jenseits-Tarnung extrem schön. Wir gucken mal erst, wer hier drin ist. Grappen uns ihn hier. Dann ihn. Mit einem Hitmarker. Und noch einem Hitmarker. Haben wir hier oben noch einen? Nö, hier ist keiner gespawnt. Ja, lol, der Ruin hat auch gar nichts gecheckt, merke ich gerade eben. Okay, aber wir haben immerhin noch Gold. Ja, es ist Struggle mit mir und Sniper. Ich bin ehrlich zu euch, ich bin jetzt nicht der größte COD-Schwitzer, zumindest noch nicht so wirklich. Könnte sich ändern. Schaut einfach dazu mal in den Streams vorbei. Ist recht unterhaltsam, wie ich finde. Und das haben jetzt auch andere gesagt. Ja, genau. Eieieiei. Okay, wenn ihr auf C kommt, komm, da kommt einer, garantiert einer runter, oder? Nein? Wir verlieren Bravo. Es kommt keiner runter? Okay, aber safe ist einer. Ja, habt ihr gesehen, auf dem Minen einer ist oben. Crappen wir uns. Auch. Eieiei. Kommt er lost? Komm. Sweet. Du bist ja auch komplett lost. Jo, meiner. Schade, und da reihe ich mich direkt in den Colette ein. Schade. Aber, na komm, war jetzt nicht so schlecht für so einen, sagen wir, Sniper-Moment. Oh Mann. Ja, wie manche schon mitbekommen haben, ich bin ja dabei, meinen Kanal umzustrukturieren und den snacken wir uns nicht. Schade, wäre schön gewesen. Ja, wie gesagt, das ist der Anfang von meiner Kanal-Umstrukturierung. Deswegen, wenn es euch nicht so gefällt, klar, dann kann ich es euch in die Übel nehmen, ja.
Aber wie gesagt, ich will halt, das ist halt, wie gesagt, ist auch unser Kanal, klar, keine Frage. Aber in erster Linie soll es darum gehen, dass auch ich Spaß dran habe. Und ich muss sagen, seitdem ich angefangen habe zu streamen, so hin und wieder mal, macht es mir extrem viel Spaß. Der Face Healy ist am Start. Nice. Ja, wie gesagt, ich finde, ich muss auch Videos machen, die auch mir Spaß machen. Ja, und klar, die erst machen mir Spaß, aber so auf Dauer ist ein bisschen eintönig. Du bist meiner. Du bist auch meiner. Hoffentlich. Er schlägt mich. Ach, er war auch vom Gegnerteam. Ja, moin. Ich bin komplett lost. Ja, komm, er schlägt. Komm, Leute, das ist Sniper-Modi. Macht doch nicht Düsen hier. Ist nicht cool. Aber wir verlieren halt die Runde. So viel ist sicher. Schade drum. Muss ich sagen. Wie gesagt, ist mein erstes Live-Commentary. Nimm's mir nicht so übel. Nimm's dir auch nicht so übel, dass ich eventuell manchmal ein bisschen hart gescoped habe. Die Locos hat leider nicht so ein schönes One-Shot-Potenzial wie manche andere. Besonders die Paladin. Leider. Wäre schön. Dann würde die Locos um einiges mehr Spaß machen, so wie in BO3-Zeiten. Aber wie gesagt, mein erstes Live-Commentary nimmt's nicht so übel. Nimm mir die Hardscopes nicht so übel. Na, kein so tolles One-Shot-Potenzial. Ja. Eieieiei. Aber ich für mich selbst muss sagen, ich bin recht zufrieden. Wie gesagt, es ist meine Umstrukturierung, so der Anfang der Umstrukturierung meines Kanals. Oder unseren Kanals. Wie gesagt, es werden noch weiterhin Ads kommen, keine Panik. Diese werden kommen. Definitiv. Also, Butter bei die Fische, das ist. Damit habe ich angefangen, damit ich auch weitermachen. Gerne, dürft ihr auch vorbeischauen auf Twitch, denn wie gesagt, ich habe ja so ein bisschen angefangen zu streamen. Ja. Sonst würde ich sagen, ich bin damit raus. Na, wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, gebe ich mich gerne mit einem Like zufrieden. Ja? Ist kostenfrei, dauert nur eine Sekunde. Einmal kurz Klick oder Tipp und alle sind glücklich. Oder ich bin glücklich und es hilft mir sehr, es freut mich sehr. Und damit würde ich sagen, mach's nicht gut, mach's besser. Ciao.